Sebero-Review. Wir machen heute einen Livestream mit allen Sorten und zeigen euch jetzt die, die wir in dem Video vorstellen. Preislich liegt das Ganze übrigens bei 5 Euro für 25 Gramm, also normaler Darkblend-Preis. Setup-Empfehlung, Pfanne, Meerloch, wie ihr wollt. Wenn Pfanne, wäre Setup-Empfehlung, aber auf jeden Fall relativ fluffig bauen und gut ein bisschen über den Rand gehen. Der ist auch nicht zu stark, das heißt nikotinmäßig müsst ihr euch da bei einem Vollkontakt jetzt nicht zu viele Sorgen machen. Aber baut den gerne auf ein bisschen Kontakt und schön fluffig und dementsprechend ein bisschen hoch. Das scheint dem sehr gut zu tun, was die Flavor angeht. Wir gucken uns den Sizilien von Sebero an. Ein orange Flavor mit der Beschreibung Zitrusexplosion. Und wir bauen jetzt ein Köpfchen. Und so sieht das gebaute Köpfchen aus für den Sizilien. Läuft auf jeden Fall wieder butterweich. Kann man nochmal zu allen Sebero-Flavern sagen. Das ist, lässt sich ganz entspannt rauchen. Du hast keinen Nikotinflash. Also für Leute, die viel Nikotin suchen, ne, maybe schwierig. Aber für Leute, die mal in Darkblend reinschnuppern wollen, nahezu perfekter Darkblend. Die Flavor-Beschreibung ist es eigentlich auch schon. Du hast eine sehr authentische Orange, die würde ich würde sagen, die ist sehr ätherische Öle lastig. Okay. Also die Orange an sich erinnert schon ein wenig an diesen Orange-Flavor, wie man ihn aus Duschgels, Saunaaufgüssen und Co. kennt, aber keinesfalls negativ. Also oft, wenn wir sagen, das schmeckt nach Saunaaufguss, ist das was Negatives, so meine ich das gar nicht. Aber ne, das, was halt für so einen Saunaaufguss und Co. so wichtig ist, sind ja oft diese ganzen ätherischen Öle, die da drinne sind. Und deshalb der Vergleich, dass der ein bisschen so schmeckt. Es ist eine leckere, sehr authentische Orange. Deutlich authentischer als zum Beispiel so ein Must-Have Team Orin, der halt so eine überintensive Orange wurde. Also intensive, leckere, fruchtig frische Orange. Mit einer schönen Säurenote im Abgang, aber was an Zitrusexplosion das jetzt sein soll, könnte ich nicht genau sagen. Ich mag nochmal Orange nicht oft und den mag ich. Eigentlich hast du zu dem Flavor alles gesagt, was man sagen kann, weil mehr ist es wirklich nicht. Also mehr ist es halt wirklich nicht. Mit dem Punkt ätherische Öle würde ich nicht einhergehen. Also ich finde, es schmeckt schon nach einer guten Orange, wie du es auch in anderen in anderen Orangenflavoren hast. Also der erinnert mich stark an andere Orangenflavor, die ich schon mal geraucht habe. Ich mag aber Orange an sich auch nicht, aber ich finde ihn echt geil. Gerade so dieses Spritzige am Ende, so dieses leicht saure. Die Zitrusexplosion. Die Zitrusexplosion auf der Zunge macht das Ding echt gut. Ja. Grundsätzlich würde ich mich da komplett anschließen. Ich würde mir sogar aber wünschen, dass der nochmal einen Ticken saurer ist. Also ich fände nochmal ein bisschen saurer noch geiler, muss ich sagen, bei dem also Flavor. Ich fände es auch geil, aber ich hätte Angst, dass das den Rest vom Flavor ein bisschen das kaputt macht. Das kann natürlich sein, aber so wäre auf jeden Fall meine erste Idee vom Flavor an sich. Für mich ein solider Flavor, kann man vielleicht mischen, aber wäre jetzt auf jeden Fall nicht unter meinen Top 5. Das war unser Review zu dem Flavor. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr ihn probiert habt, wie ihr den findet. Ansonsten Daumen nach oben, Abo da lassen, bei den Jungs vorbeigucken. Bis zum nächsten Video.